Der Hippokrates, der war schon sehr, sehr cool. Er hat circa 400 Jahre vor Christus gelebt und er hat einen Satz rausgehauen, der war absolut sensationell. Bevor du beginnst, jemanden zu heilen, frag ihn, ob er bereit ist, alles das, was ihn krank gemacht hat, auch los oder wegzulassen. Frag ihn. Bevor brauchst du gar nicht anfangen. Und jetzt sind wir beim Thema. Ich habe 5 Fragen an dich. Wenn du dir diese Fragen einfach so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt und für dich selber dann auch die Antwort findest, dann findest du hundertprozentig mehr innere Stärke, mehr innere Kraft und mehr innere Freude und Leichtigkeit. Ist das ein Geschäft? Super. 5 Fragen an dich. Möchtest du es allen und jedem recht machen? Wenn da ein Ja rauskommt, dann überlege nochmal. Denn wenn wir es allen recht machen möchten, dann vergessen wir einen einzigen, eine Person, und das ist man selber. Es allen recht zu machen, ist sehr gefährlich. Sobald man einen Standpunkt, eine Meinung hat, gibt es Leute, die finden das gut und andere finden das überhaupt nicht gut. Und das ist in Ordnung so. Das ist natürlich. Frage dich, will ich es allen recht machen? Und wenn da ein Ja rauskommt, Achtung. 2. Frage. Hast du Angst vor Veränderung? Veränderung, ja, ist das einzig Beständige im Leben. Alles verändert sich. Jetzt haben wir Herbst hinter mir, du siehst am Berg oben Schnee. Alles wandelt sich wieder. Veränderung ist das einzig Beständige. Wenn wir sie nicht zulassen können, wenn wir das festhalten wollen, was jetzt ist, wenn wir sagen, nein, das darf sich nicht verändern, dann produzieren wir innere Blockaden. Es fließt dann nicht mehr und das ist etwas, das wollen wir ja überhaupt gar nicht haben. Es soll ja fließen, wir sollen ja in einem Flow sein. Lassen wir doch Veränderungen zu. 3. Frage. Sehr viele Menschen leben in der Vergangenheit mit ihrem Denken. Wie ist das bei dir? Vielleicht sagst du, nein, ich lebe in der Zukunft. Ja, Vergangenheit und Zukunft sind sehr ähnlich. Denn die Zukunft projizieren wir ja aus Erfahrungen von der Vergangenheit. Und es ist, als wenn wir vorwärts fahren, aber die ganze Zeit in den Rückspiegel schauen und sagen, ja, das, was ich erlebt habe, das ist nicht ideal, ich will das dann so erleben. Die einzige wahre, wirkliche Zeit ist das Hier und Jetzt, das Hier und Heute. Das kommt nie mehr zurück. Jetzt. Also, leben wir in der Vergangenheit oder in der Zukunft mit unserem Denken? Es ist viel spannender, im Hier und Heute zu leben, so gut wie möglich, so oft wie möglich. 4. Frage. Machst du dich selber klein? Sich selber klein machen, das ist irgendwie eine eigene Art, sich selber kaputt zu machen. Du hast recht, wir lernen in der Schule schon, auf Fehler zu schauen. Unser Lehrer streicht uns alles mit Rot an, was eben nicht richtig ist. Und so bekommen wir von Kind auf schon einen Fokus auf Fehler, auf das ist noch nicht gut genug. Und das alles projizieren wir mit der Zeit dann auf uns selber und sagen, ja, ich bin noch nicht gut genug. Ich bin noch nicht schön genug. Ich bin noch nicht schlank genug. Ich bin noch nicht sportlich genug, noch nicht erfolgreich genug und so weiter und so weiter. Da produzieren wir wiederum sehr viele Blockaden in unserem System. Denke groß über dich. Du bist wahrlich groß. Wenn du nur wüsstest, wie groß, wie mächtig du über dein eigenes Leben bist. Wow, absolut wow. Lass dir die Frage auf der Zunge zergehen. Denke ich vielleicht zu klein über mich selber? 5. Frage. Zu viel denken. Ja, denkst du zu viel? Das ist eine saublöde Frage, denn wir denken alle so im Schnitt ca. 70.000 Gedanken am Tag. Und jetzt kommt aber die entscheidende Frage. Was denken wir so den ganzen lieben Tag? Und da gibt es nur 2 Auswahlmöglichkeiten. Denken wir vermehrt an das, was uns noch fehlt, noch nicht genug, noch nicht erreicht, noch zu wenig, ein Problem und, und. Oder denken wir vermehrt an das, was wir haben, das, was wir geschafft haben, das, was wir... Welche Möglichkeiten das es gibt, welche Chancen das es gibt, welche, ja, was wir schon, ja, was wir sind, welche Talente das wir haben, welches Umfeld das wir haben, Familie, Kids und. Da gibt es viele tausend Dinge. Die Frage ist, bin ich mit meinem Denken im Mangel oder bin ich in der Fülle? Du findest viele Impulse dazu auf starkdynamisch.com. Und jetzt noch die
auch noch. Sehr interessante Frage, alles interessante Fragen. Was glaubst du, wie alt wurde Hippokrates? Im 400 Jahre vor Christus, wie alt? Medizin gab es praktisch keine. Und du erinnerst dich an den Spruch, den er gesagt hat. Lass alles weg, das dich krank macht. Lass alles weg, das dich schwer macht. Lass alles weg, das dich müde macht. Lass alles weg, was dich blockiert. So würde ich das jetzt erweitern. 90. 90 Jahre ist er alt geworden. 90 Jahre alt zu dieser Zeit. Wow, Respekt. Absolut spitze. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Pfiati.